Hallo, ich mache heute Kirschmarmelade mit Glitzer und zwar braucht ihr dafür 350 Gramm tiefgefrorene Kirschen, dann 150 Gramm Gelierzucker, 2 zu 1 und dann solche Dekosterne, die machen wir am Ende rein und dann glänzt es halt so. Kirschen in den Mixtopf geben. Und Gelierzucker. Jetzt 10 Minuten lang bei 100 Grad Stufe 2 kochen. Jetzt halt ein paar Glitzersterne reintun. Wie viel ist euch überlassen? Und jetzt nach und nach zerkleinern. Jetzt halt umfüllen. Dann würde ich noch ein paar oben drauf machen. Das ist halt jedem selbst überlassen. Dann sieht es halt so aus, gell? Die Marmelade glänzt auch schön. Unsere Marmelade, da seht ihr, wie schön die glänzt. Also gerade zur Weihnachtszeit kann man die schön verschenken. Ich wünsche euch einen guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.